Hallo Leute, herzlich willkommen zu Pinas erster Lesezeit. Ich wollte heute einfach mal ein neues Format ausprobieren. Ich möchte euch gerne drei Bücher vorstellen, die ich im September unter anderem gelesen habe. Ich werde hier so ein bisschen von der Sonne angeschienen. Ich bin nämlich draußen, wie ihr sehen könnt. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und ich würde sagen, wir fangen an. Es geht um drei Lebenshilfebücher, beziehungsweise eines hat einen sehr autobiografischen Charakter. Ich zeige euch die Bücher kurz mal vorher und dann gehe ich auf die einzelnen Bücher ein. Ich werde sie euch reviewen, so wie ich es empfunden habe. Ich habe mir ehrlicherweise, muss ich sagen, auch Notizen dazu gemacht, weil ich glaube, ich kann über Bücher nicht so drauf losbabbeln wie über Kosmetik. Und ja, okay, also es geht erstens mal um das Buch Einmal Himmel und Zurück, ein Bestseller. So sieht das Ganze aus. Die Autorin nennt sich Mary C. Neal. Dann geht es um das Buch Das Happiness-Projekt von Gretchen Rubin. Hat einen gelb-türkisen Umschlag. Habe ich leider verloren. Ich mache bei so Hardcover-Büchern immer den Umschlag weg. Ja, so sieht es ohne Umschlag aus. Und Louise Hay, Die Kraft einer Frau. Louise Hay ist leider jetzt verstorben im September. Gut, sie war auch sehr alt, aber es ist trotzdem schade, wenn so eine Pionierin, ja, ich sag mal, diese Zeitraumebene verlässt. Und ja, deswegen habe ich ihr zu Ehren ein Buch gelesen im September. Und ich würde sagen, wir beginnen hier mit diesem Buch Einmal Himmel und Zurück. Worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch geht es um eine amerikanische Ärztin, die ein Nahtoderlebnis hat. Ein Nahtoderlebnis ist folgendes, ihr habt es vielleicht schon mal gehört, dass Menschen, die irgendwie so an der Schwelle zum Tod standen, danach, wenn sie wieder sozusagen ins Leben zurückgeholt wurden, ist ja heute mit der modernen Notfallmedizin, wird es ja immer häufiger, es ist immer häufiger der Fall, dass Menschen, die eigentlich früher gestorben wären durch eine Krankheit oder durch einen Unfall, aber trotzdem jetzt durch die gute Notfallmedizin zurückgeholt werden. Und in Nahtod, und diese Menschen erzählen eigentlich immer so von den gleichen Erlebnissen, dass sie durch einen Tunnel gehen, dass am Ende des Tunnels Licht ist und dass sie dort von lieben Verstorbenen oder Engeln abgeholt werden und dass es absolut schön ist, auch wenn es eigentlich, sehr schön ist, obwohl es ja eigentlich wir mit dem Tod was Furchtbares verbinden, weil wir damit Schmerz und Verlust verbinden, aber die Sterbenden beschreiben es als absolute Befreiung, ja? Nur kurz dazu, das ist ein Nahtoderlebnis. Diese amerikanische Ärztin hatte einen schweren Unfall beim Kanufahren und hat überlebt und hatte ein Nahtoderlebnis. Da ich mich für das Thema Tod, Nahtoderlebnisse, auch was kommt danach, Reinkarnation sehr interessiere, weil ich eben beide Eltern sehr früh verloren habe, dachte ich, dass dieses Buch... ich meine, ich weiß schon sehr viel über dieses Thema und ich dachte, dass dieses Buch vielleicht eine Ergänzung sein könnte. Jetzt war ich aber sehr, sehr enttäuscht von diesem Buch, muss ich ehrlich sagen, denn eigentlich geht es in diesem Buch weniger um das Nahtoderlebnis dieser Frau und was sie da so erlebt hat oder was ihr da so klar geworden ist in dieser Zeit, sondern es ist eigentlich ein autobiografisches Buch. Das heißt, diese Ärztin, diese Frau Neal, fängt in ihrer Kindheit an, sie beschreibt in ihrer Kindheit ihre Beziehung zu Gott, zur Kirche. Sie ist eine sehr christliche Frau, muss man dazu sagen, also christlich im Sinne von biblisch, kirchlich-christlich. Und sie beschreibt, fängt in ihrer Kindheit an und erzählt so ihre Studienzeit und wie sie ihren Mann kennenlernt und dann eben irgendwann passiert eben sie hat dann vier Kinder und irgendwann passiert dieser schlimme Unfall. Und es ist wirklich, sie geht nur kurz auf dieses Nahtoderlebnis ein und erzählt danach weiter, wie ihr Leben weiter verläuft. Es stirbt dann irgendwie der Vater und der Stiefvater und der Schwiegervater. Ich weiß gar nicht, wer alles stirbt. Und sie schreibt eben immer, wie sie durch ihren Glauben zu Gott und zur Kirche, wie sie Kraft schöpft. Und es endet sehr tragisch. Also es stirbt auch ihr ältester Sohn, was natürlich ganz schlimm ist. Aber ich habe irgendwann, ich glaube so, es sind auch Fotos drin, was ich sehr spannend finde, ja. Also Fotos von ihr und ihren Kindern, zwar in Schwarz-Weiß, aber das finde ich ganz schön, weil man dann nochmal so ein bisschen sich anders reindenken kann. Was mich gestört hat, erstens, dass es sehr wenig um dieses Nahtoderlebnis geht und sie eigentlich auch keine wirklichen Fragen beantwortet, sondern sie schreibt einfach nur über ihren Glauben und über ihr Leben und wie ihr Glaube ihren schwierigen Leben geholfen hat. Zweitens ist mir dieses Buch viel zu christlich im Sinne von
biblisch-christlich. Also sie zitiert dauernd irgendwelche Bibelstellen und Psalme und Sprüche und was weiß ich, halt immer mit dem Verweis, wo das in der Bibel geschrieben steht, und nimmt dann mit diesen Bibelstellen Bezug auf ihr Leben. Und das ist mir, ich würde mich auch als Christ bezeichnen, aber ich bin eher so freidenkender, spiritueller Christ. Ja, also ich interessiere mich auch wahnsinnig für den Buddhismus und den Hinduismus, und ich denke, dass die Wahrheit irgendwo zwischen den Religionen liegt und wir einen Großteil der Wahrheit unseres Sein und unserer Existenz mit unserem Geist gar nicht begreifen können. Das ist übrigens auch etwas, was viele erzählen, die ein Nahtoderlebnis hatten. Die erzählen oft, mein Gott, das ist ein Gefühl und ein Wissen, das du plötzlich hast, das kannst du mit unseren Worten nicht beschreiben. Es gibt ja auch so diese Theorie, dass wir eigentlich nur ein paar Prozent unseres Geistes nutzen. Ja, also wir sind ja, obwohl wir meinen, dass wir so fortschrittlich sind, sind wir eigentlich, glaube ich, ist der Mensch von heute immer noch ziemlich beschränkt. Und dieses Buch ist mir zu beschränkt. Obwohl es ja so ein Thema ist, ja, ist es mir zu... Ja, also sie schöpft diese Möglichkeiten nicht, die sie eigentlich durch dieses Erlebnis hatte, sondern sie geht ihren kirchlich-biblischen Weg, und diese vielen Bibelzitate nerven mich total. Dieses Buch hat eben keinen Tiefgang, ja, also mir fehlt hier so dieser spirituelle Tiefgang, oder dass sie irgendwie in Erwägung zieht, sich auch dieses ganze Erlebte auch mal von einer anderen spirituellen Seite zu betrachten, sondern sie wird eigentlich durch ihr schweres Leben immer wieder darin bestätigt, dass Gott sie beschützt, dass sie eine Aufgabe auf dieser Welt hat und dass alles seine Richtigkeit hat, so schwierig und grausam es auch sein mag. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass sie immer wieder Gott, 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 also sie beschreibt diesen Gott so menschlich. Ja? Also für mich ist Gott oder das Göttliche, wie ich es eigentlich nenne, eine Energie, die... Ich kann es nicht beschreiben, denn ich denke, dass unser Geist nicht ausreicht, um Gott zu beschreiben. Ja? Gott, vielleicht kann man Gott fühlen, aber ich denke, dass Gott so etwas Großes und Mächtiges ist. Das ist kein Mann mit weißem Hausschuhbart, der in den Wolken sitzt und guckt, oh, was macht die Pina da unten? Nein, und sie personalisiert Gott so sehr. Also sie verpackt den Gott in so eine Person, und das geht mir absolut gegen den Strich. Damit kann ich auch überhaupt nichts anfangen. Für wen würde ich dieses Buch empfehlen? Dieses Buch hat sicher seine Berechtigung. Es ist nicht umsonst ein Bestseller, und es gibt auch viele Rezensionen auf Amazon, die von diesem Buch sehr begeistert sind. Dieses Buch hat seine Berechtigung, auch wenn es nicht mein Buch ist. Dieses Buch ist sicher für Menschen, die sehr christlich sind, sehr bibeltreu sind und trotzdem an Nahtoderfahrungen glauben oder die wissen, da gibt es noch mehr. Ist es sicher eine Bereicherung. Also ja, für solche Menschen kann ich mir dieses Buch wirklich sehr gut vorstellen. Und ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass es für Menschen, die sehr christlich sind, im biblischen Sinne, muss ich mal dazu sagen, und die vielleicht gerade eine Lebenskrise haben, die krank sind, die einen schweren Unfall hatten oder Krebs haben, dass es so ein Buch eine schöne Geschenkidee sein könnte, zum Beispiel einfach um den Menschen Hoffnung zu geben. Also ich glaube, dass dieses Buch sehr vielen Menschen auch Hoffnung gibt. Meine Fragen hat es nicht beantwortet, mein Durst nach Wissen, Tiefgang und Spiritualität hat es nicht erfüllt, aber es gibt sicher ganz viele Menschen, für die es auf dieser Welt einen Sinn hat, dieses Buch. Dieses Buch ist auf gar keinen Fall etwas für dich, wenn du spirituell schon... Es hört sich immer so wertend an, aber ich denke, ihr weißt, wie ich es meine, wenn du spirituell schon ein gewisses Level hast, dich schon mit Nahtoderfahrungen und dem Tod beschäftigt hast, vielleicht regelmäßig meditierst. Also wenn du spirituell bist und du schon lange auf diesem Weg bist, ist dieses Buch nichts für dich. Es gibt sehr gute Bücher über den Tod von Raymond R. Moody und von Elisabeth Kübler-Ross. Auch Bernhard Jacobi ist ein Deutscher, hat gute Bücher dazu geschrieben. Also wenn ihr euch wirklich für dieses Thema interessiert, ich schreibe euch die Namen auf jeden Fall in die Infobox. Es ist ein Thema, was man nicht wegschieben sollte. Also die Angst vor dem Tod, es holt uns alle ein. Ja? Und spätestens, wenn wir selbst dran sind. Und es bringt nichts, dieses Thema wegzuschieben. Ich finde es wichtig, gerade wenn man Angst vor diesem Thema Tod hat oder was kommt danach, dass man sich mit dem Thema befasst. Das ist meine Meinung. Und wenn ihr euch dafür interessiert, kann ich euch wirklich die drei genannten Autoren sehr empfehlen. Es gibt noch ganz viele andere tolle, aber sie gehört meiner Meinung nach nicht dazu. Dient jetzt nicht unbedingt zur Wahrheitsfindung. Kommen wir zum nächsten Buch. Das ist das Happiness Project von Gretchen Rubin.
Gretchen Rubin, das Happiness-Projekt. Wie ihr sehen könnt, fehlt hier der Einband. Ja, den habe ich leider abgemacht. Sorry, ja, so bin ich. Dieses Buch ist eine absolute Empfehlung. Es ist ein Glücksratgeber, aber kein klassischer Glücksratgeber. Es gibt ja wahnsinnig viele Glücksratgeber und Bücher und Theorien, die sich mit dem Thema Glück befassen. Und da gibt es dann so verschiedene Bücher, wo steht, mach dies, tu das, mach dies, tu das. Und dieses Buch ist wirklich ein Jahresprojekt. Wer ist Gretchen Rubin? Gretchen Rubin ist eine amerikanische Frau, die eigentlich Jura studiert hat, ich glaube sogar in Harvard. Und geheiratet hat, James Rubin, zwei Töchter hat und in New York lebt. Also richtig in Manhattan, glaube ich. Oder in Brooklyn, ich weiß nicht. Auf jeden Fall lebt sie mitten in New York. Und Gretchen Rubin hat ihren Job als Juristin aufgegeben und hat sich ganz dem Schreiben gewidmet. Sie hat zum Beispiel eine Autobiografie über Churchill geschrieben, eine sehr erfolgreiche. Und ja, irgendwann, sie ist kein Mensch, der Depressionen hat oder der nicht glücklich ist, aber irgendwann ist sie in der Früh aufgewacht, hat sich gedacht, was ist eigentlich Glück? Und auch wenn ich mich selbst für glücklich halte, was könnte ich tun, um noch glücklicher zu sein? Und sie ist eine, die wahnsinnig, ein wahnsinniges Wissen hat und viel recherchiert. Also das merkt man in dem Buch, dass sie wirklich, sie sagt auch, sie verbringt mehrere Stunden am Tag in Manhattan in der Bibliothek. Also sie ist wirklich wahnsinnig belesene und intelligente Frau. Und sie hat sich dann eben auf dem Weg nach dem Glück gemacht und hat das in ein Jahresprojekt verpackt und hat auch einen Blog begonnen dann zu schreiben. Und sie beschreibt hier wirklich so tagebuchartig Januar, Februar, März, April, was sie gemacht hat. Und das ist wirklich spannend. Den Schritt, die Schritte oder die Überbegriffe, die sie geht, müssen natürlich nicht für den Leser automatisch auch von Bedeutung sein. Ich erzähle euch mal, was im Januar ihre Themen sind, ist zum Beispiel, also das Thema ist, tanken Sie Energie, ja? Also zuerst mal müssen wir mehr Energie haben. Ich gucke mal so ein bisschen, weil jemand läuft, ja? Tanken Sie Energie und da sagt sie, gehen Sie früher schlafen, treiben Sie mehr Sport, befreien Sie sich von Beballast und machen Sie klar Schiff, also ausmisten, aussortieren. Packen Sie eine unangenehme Aufgabe an, das wäre bei mir zum Beispiel im Moment die Steuererklärung, und seien Sie energiegeladener, ja? Das kann jetzt natürlich sein, dass es für euch überhaupt kein Thema ist, weil ihr sowieso schon früh ins Bett geht oder weil ihr sowieso jemand seid, der regelmäßig aussortiert und ordentlich ist. Aber das ist eben ihr Weg und man kann sich da natürlich selbst rauspieken, was für einen passt und kann natürlich schauen, der Oberbegriff, tanken Sie Energie, was gibt mir Energie? Das kann natürlich sein, dass es für dich ist, mein Gott, ich muss mehr Wasser trinken. Ja, also da ist natürlich Spielraum. Es ist jetzt kein Ratgeber, den man einfach so dann nachmacht. Ja, finde ich wirklich eine schöne Sache. Dann hat sie, also jedes Monat hat eben ein Thema, ein Überbegriff. Und am Ende des Themas, am Ende des Monats ist hier immer Platz, wo man Platz hat sozusagen selbst, ja, seine eigenen Erfahrungen oder seine eigenen Ziele reinzuschreiben. Was mir an diesem Buch so wahnsinnig gefällt, dass sie sozusagen wahnsinnig viel aus ihrem Leben schreibt. Also sie schreibt praktisch dann, wie sie zu den Zielen gekommen ist, wie sie sie in ihrem Alltag umsetzt und sie gibt wirklich sehr, sehr persönliche Einblicke in ihr Leben. Es ist einfach auch spannend zu lesen, wie so eine Upper-Class US-Amerikanerin in New York lebt. Ja, es ist auch irgendwie spannend, weil damit hatte ich mich bisher noch nie befasst und es ist amüsant geschrieben, es muss oft lachen und schmunzeln, es ist authentisch, oft erkennt man sich wieder und sie hat einfach einen unheimlich schönen Schreibstil. Am Ende so Oktober, November wird es mal ein bisschen langatmig für meine Verhältnisse, habe ich gedacht so, Mensch Mädel, ja, jetzt wird es ein bisschen wiederholend und langweilig, aber gut, das haben glaube ich längere Bücher oft, dass einfach mal so ein paar Seiten vielleicht gerade nicht so interessant sind. Und ja, man muss einfach selektieren, was kann ich mir aus diesem Buch rausziehen, was passt für mich nicht. Was mir an dem Buch nicht so gut gefällt, sie stellt wahnsinnig viele Statistiken und Behauptungen auf, ohne dass sie eine Quelle angibt. Also sie sagt immer, in Studien hat man herausgefunden, dass in Forschungen das, also man merkt, sie hat sich mit dem Thema Glücksforschung, gibt es ja wahnsinnig viele Studien so im Thema Glück, also sie hat sich da wirklich damit befasst, aber ich fände es gut, wenn sie dann immer mit Kreuzchen angeben würde, welche Studie das war, waren die an welchem Institut, an welcher Universität durchgeführt hätte, das Buch ein bisschen
ja, professioneller noch gemacht und wissenschaftlicher. Das gefällt mir nicht. Und was mir auch nicht so gefällt, ist, dass mir fehlt auch so ein bisschen der spirituelle Tiefgang. Sie hat ein Kapitel Spiritualität, ich glaube im Oktober. Da geht sie mir aber, da bleibt sie mir aber trotzdem noch zu sehr an der Oberfläche. Das ist aber individuell, ja. Es kann sein, dass für einen anderen Leser das schon sehr, sehr spirituell tiefgründig ist. Aber für mich als alte Esotante ist es eher so Plätscher, Plätscher. Da hätte sie noch viel tiefer gehen können. Es ist übrigens hinten auch eine Literaturliste verzeichnet. Also Lektürvorschläge, sowohl Romane, also sowohl Bücher, die sich mit dem Thema Glück befassen, als auch Romane. Ja, sie hat unheimlich viele Zitate in ihrem Buch, auch wirklich von alten Philosophen, und geht darauf ein. Und es ist wirklich, es ist ein tolles, tolles Buch. Genau. Ich würde diesen Buch, wenn ich es benoten müsste mit einer Schulnote, mit einer Note 2 bewerten. Ich empfehle es weiter, ich würde es wieder lesen und ich arbeite damit. Es beginnt im Januar und ich empfehle euch, dieses Buch auch wirklich von vorne beginnend durchzuarbeiten. Also nicht, wenn ihr sagt, jetzt ist September, ich fange hinten im September an, weil das schon so ein bisschen aufeinander aufbaut. Dann fangt im Januar an, sagt, okay, für mich ist September Januar. Genau. Gut, ich lese euch mal ein paar Schlagworte vor. Denken Sie an die Liebe, streben Sie nach Höherem, werden Sie lockerer, nehmen Sie das Spiel ernst, nehmen Sie sich Zeit für Freunde, kaufen Sie sich etwas Glück, meditieren Sie über dem Himmel. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Absolute Empfehlung, tolles Buch und macht Spaß, mehr von Gretchen Rubin zu lesen. Sie hat übrigens einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch in der Infobox, ist natürlich auf Englisch, also auf Amerikanisch. Und sie ist auch bei Instagram, könnt ihr sie suchen unter Gretchen Rubin und ja, wenn ihr ihr folgen wollt. Kommen wir zum letzten Buch von Louise Hay, Die Kraft einer Frau. Dieses Buch, es fällt mir schwer, etwas Schlechtes über dieses Buch zu sagen, weil es, glaube ich, wenige Menschen gibt auf der Welt, die ich so verehre und schätze wie Louise Hay. Louise Hay war auf dem Gebiet der Selbstheilung, des positiven Denkens wirklich eine Pionierin, damals schon in den 80ern. Sie hat das Buch Gesundheit für Körper und Seele geschrieben, welches auch schon von den ein oder anderen YouTubern empfohlen wurde. Ich glaube, die, jetzt fällt mir der Name nicht ein, so russisch, ich weiß nicht, egal. Also gut, von vorne. Ich empfehle euch, wenn ihr ein Buch von Louise Hay lesen wollt und ihr euch für das Thema Selbstheilung, positives Denken oder wie kann ich bestimmte Glaubenssätze durchbrechen, wie kann ich durch Affirmationen, wie kann ich mein Leben positiv beeinflussen, empfehle ich euch wirklich das Buch Gesundheit für Körper und Seele. Das ist der Klassiker, den verlinke ich euch auf alle Fälle in die Infobox, um wirklich mit dem Buch auch zu arbeiten. Ich habe es sowohl als, ich habe die DVD, ich habe das Hörbuch und ich habe das Buch, ich habe wirklich schon sehr intensiv in meinem Leben damit gearbeitet und trotzdem habe ich noch einen Haufen Baustellen in meinem Leben. Und manchmal werden es auch immer mehr Baustellen. Ich glaube, das ist einfach der Lauf des Lebens. Aber es kommt immer darauf an, wie gehe ich mit Herausforderungen im Leben um. Und Die Kraft einer Frau ist wirklich speziell für Frauen. Und man merkt einfach, dass dieses Buch schon Ende der 90er geschrieben wurde. In der Frauenbewegung hat sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel getan. Wenn man bedenkt, die klassische Frauenbewegung hat so Anfang, Mitte der 60er angefangen. Es hat sich immer weiterentwickelt. Und natürlich waren wir Ende der 90er schon auf einem guten Weg. Aber natürlich hat sich in 20 Jahren wahnsinnig viel getan. Das heißt, vieles, was da drin steht, ist irgendwie nicht mehr so aktuell. Ich habe mir dann so gedacht, so, hä? Wieso schreibt die da drüber? Das ist doch selbstverständlich. Aber es gibt natürlich sicher viele Frauen auf dieser Welt, für die das nicht selbstverständlich ist. Ich denke zum Beispiel vielleicht an Frauen, die aus dem muslimischen Bereich und aus dem arabischen muslimischen Bereich kommen, die vielleicht nach Deutschland kommen, ein paar Jahre hier sind und immer wieder mit diesem Bild der modernen westlichen Frau konfrontiert werden, aber in ihren Strukturen festhängen. Für solche Frauen könnte dieses Buch natürlich eine innere Befreiung sein. Oder auch, es gibt sicher auch ländliche Gegenden hier am Land, wo irgendwie ältere Frauen sich irgendwie die Frauenbewegung nicht so mitgemacht haben. Für die könnte das auch ein Buch sein. Aber eigentlich ist es selbstverständlich, was da drin steht. Wir gucken kurz mal gemeinsam zum Inhaltsverzeichnis. Genau. Im ersten Kapitel den Anfang machen, wir haben viel zu tun und viel zu lernen. Das ist richtig. Wir sind immer noch nicht angekommen. Es gibt immer noch viele
Berufe, wo Frauen immer noch für die gleiche Arbeit weniger verdienen. Auch in unserem Land. Unglaublich. Habe ich erst neulich wieder einen Artikel gelesen. Unglaublich. Also es gibt noch viel zu tun. Gar keine Frage. Ja, nicht, dass ihr meint hier. Ja. Wie die Werbung die weibliche Selbstachtung untergräbt, das fand ich persönlich ganz interessant. Das ist sicher auch gerade durch Instagram und so im Moment auch wieder sehr aktuell, dieses Kapitel. Drittes Kapitel. Positive Gedanken und Glaubenssätze wählen. War für mich jetzt nichts Neues. Für jemanden, der sich mit diesem Thema noch nicht befasst hat, ist es sicher interessant, aber da wird dieses Thema halt auch wirklich nur gestreift. Deswegen fände ich besser als Einstieg, wer sich für dieses Thema positive Gedanken interessiert, wirklich ihr grünes Buch der Gesundheit für Körper und Seele zu lesen. Viertes Kapitel, ihre Beziehung zu sich selbst. Ja, war jetzt auch nichts wirklich Neues für mich. Kinder, Mutterschaft, Selbstachtung, sorgen sie selbst für ihre Gesundheit. Gedanken zur Sexualität, war jetzt auch nichts Neues irgendwie. Ja, mei. Sexuelle Belästigung und der Mut darüber zu sprechen, ist für mich absolut selbstverständlich. Sie schreibt dann, dass es in ihrer Firma auch irgendwie zu einem sexuellen Übergriff kam durch einen Mitarbeiter und dass die Frauen da am Anfang nichts gesagt haben, sich nicht getraut haben zu sagen, ja, das ist für mich so absolut fremde Welt. Ja, also wenn mich jemand belästigen wird, dem hau ich so eins aufs Maul, dass er nicht mehr gerade auslaufen kann. Also das ist für mich irgendwie... Ich kann das nicht verstehen, dass eine Frau das nicht sagt oder da nicht dagegen vorgeht, wenn ihr sowas passiert. Aber gut. Lebensqualität im Alter ist jetzt auch noch nicht so mein Thema. Schaffen Sie sich eine finanziell gesicherte Zukunft? Fand ich langweilig, das Kapitel. Frauen helfen sich gegenseitig. Schlussbemerkung. Es ist kein schlechtes Buch, möchte ich nochmal sagen. Es war für die Ende der 90er wirklich bestimmt ein tolles Buch, was vielen Frauen Selbstbewusstsein, Kraft und vielleicht so den Anstoß gegeben hat, ihr Leben mehr selbst in die Hand zu nehmen, besser auf sich zu achten, Verantwortung für ihr Leben zu nehmen. Aber ich denke, für die normale Frau in der heutigen Zeit ist es nichts Neues. Sagen wir so, ich gebe dem Buch aber trotzdem eine 2, weil ich sie so sehr liebe und weil die Message trotzdem eine wahnsinnig wichtige ist. Ich habe vergessen, das erste Buch zu bewerten. Diesem Buch gebe ich eine 4-. So, ich hoffe, euch hat mein kleines Video hier gefallen. Schreibt mir gerne, ob ihr mehr Pinas Lesezeit sehen möchtet. Ich habe nämlich noch einen ganz tollen Roman gelesen, weil ich 2 Tage krank war. Ich hatte voll die Seuche. Und zwar Bella Germania. Ein wunderschöner Roman, wo es um Deutschland, Italien geht. Ja, es geht um einen Roman, der sich über 3 Generationen zieht. Schreibt mir, ob es euch interessiert, dass ich euch diesen Roman reviewe und ob ihr gern mehr an meinem Leseleben teilhaben möchtet oder ob ihr sagt, hey Pina, wir wollen dich eigentlich nur als oberflächliche Schminktussi sehen, dann schreibt mir das auch gerne unten rein. Es hat mich gefreut, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, euch hat der andere Hintergrund mal so ein bisschen gefallen. Ciao, ciao, eure Pina. Servus.